Videoblüten. Ein neuer Blick auf altes Wissen, neue Erkenntnisse, Ansichten und Interpretationen menschlichen Erlebens und Verhaltens. Oder was machen Blüten mit uns und was können wir mit Blüten machen? Ein Podcast zur Blütentherapie von und mit Dirk Albrot. Ausgabe April 2023. Der Wolf in mir. Untertitel: Der Beobachtende beeinflusst den Beobachteten. Wenn ich mich beobachtet fühle, verhalte ich mich nicht unbefangen, sondern in Beziehung auf den Beobachter. Was Teenager in ihrem Zimmer so treiben, werden deren Eltern niemals erfahren. Sobald die es nämlich betreten, verändert sich das Verhalten ihrer Sprösslinge. Logisch. Aber ich denke, die Eltern haben zumindest eine Ahnung davon. Oft hingegen haben wir nicht den geringsten Schimmer, dass es kompletter Unsinn ist, was wir beobachten. Nehmen wir als Beispiel den Wolf. Schon lange von ihm fasziniert, haben ihn Tierforscher intensiv beobachtet. Aus diesen Beobachtungen ging hervor, dass Wölfe in Rudeln leben. In so einem Rudel herrscht eine strenge Hierarchie, eine männliche und eine weibliche parallel. Es gibt also ein Alpha-Männchen und ein Alpha-Weibchen, die dominieren. Es sind die einzigen im Rudel, die Sex haben. Es folgen, griechisch durchgezählt, Beta-, Gamma-, Delta-Männchen und Weibchen, je nachdem, wie viele dazugehören. Da die untergeordneten Wölfe aber auch gern Sex haben möchten, kommt es häufig zu Kämpfen um die höheren Ränge der Hierarchie. Einen anderen Grund für die Gefechte konnten die Forscher nicht entdecken. Besiegt der Wolf in der Beta-Position das Alpha-Männchen in der oft blutigen Auseinandersetzung, kann er dessen Position einnehmen, wird der neue Rudelführer und darf sich vermehren. Gleiches gilt für die Wölfinnen. So sieht's aus. Hatte man gedacht, ist aber nicht wahr. Dergleichen innere Hierarchie und das entsprechende Verhalten in Wolfsgemeinschaften bildet sich bei Wölfen in Gefangenschaft. In der Natur gibt es solche Verhältnisse nicht. Will sagen, Wölfe leben gar nicht in Rudeln. Sie leben in Familien. Und was man für Alpha-Wölfe und Wölfinnen hielt, sind in Wirklichkeit Mama und Papa, die Familienoberhäupter, nicht die Rudelführer. Natürlich bestimmen sie, was die Kinder dürfen und was nicht, was sie lernen müssen und wie sie sich verhalten sollen, damit sie bereit werden für die Selbstständigkeit und das Verlassen des Rudels, der Familie, und die Gründung einer eigenen. Wer denn sonst? Und dass die Jungen keinen Sex haben, liegt daran, dass sie erstmal gar nicht reif dazu sind und dass sie dann, wenn sie es sind, die Familie verlassen, aber nicht Unzucht mit vermeintlichen anderen Bitterwölfen betreiben, die in Wirklichkeit Geschwister sind. Was die forschenden Beobachter gesehen und für die Wirklichkeit gehalten haben, waren verzweifelte Versuche gefangener Wölfe, die natürliche Familienordnung abzubilden. Die Aggression der Wölfe untereinander im Kampf um die Alpha-Position wurde erst durch das unnatürliche Lebensumfeld von den Beobachtern selbst geschaffen. Statt in einer geschützten Umgebung, angeleitet von den Eltern aufzuwachsen, lebten diese Wölfe unter Fremden in Gefangenschaft, mit denen sie nun konkurrieren mussten. Der Beobachter beeinflusste die Beobachteten, indem er ein künstliches Umfeld schuf, das ein bestimmtes Verhalten provozierte und schloss daraus, dass dieses Verhalten natürlich sei, aggressiv halt, und nicht, dass die Wölfe in Gefangenschaft durch das gewählte Setting erst so wurden.
Das wäre so, als würde man die Insassen eines Gefängnisses beobachten und daraus Schlussfolgerungen auf das Leben der Menschen außerhalb der Gefängnismauern ableiten. In Gefängnissen gibt es auch keine Familien. Da muss man mit einer gewissen Fehlermarge bei der Auswertung der Observation rechnen. In der heutigen populären Kultur sprechen wir trotzdem von Alpha-Männchen, unwissend, dass solche in der realen Welt der Wölfe überhaupt nicht existieren. Ob die Wölfe mit diesem Leben glücklich waren, diese Frage zu stellen, darauf ist keiner der Beobachter und Forscher gekommen. Zum Maßstab wurden demnach unglückliche, aggressive, gefangene Wölfe, die in der Fantasie Großmütter fressen. Kommen wir zum Menschen. Auch bei denen gibt es Aggression. Die ist allerdings genau wie bei den beobachteten wölfischen Gefängnisinsassen ein Ausdruck krankmachenden Stresses. Der oft genutzte Vergleich Wolf-Mensch, wozu sagt man, der Mensch sei dem Menschen ein Wolf, könnte einen auf den Gedanken bringen, dass Krankheit, also das Ergebnis eines andauernden aggressiven Zustandes, wie er in Gefangenschaft entsteht, auch darin begründet liegen könnte, dass immer weniger von ihnen, also von uns, in einem natürlichen Habitat und nach natürlichen genetischen und biologischen Regeln leben. Die Unzufriedenheit mit den ironischerweise vom Menschen selbst geschaffenen Umständen macht krank, denn sie beruht auf der nervalen Stressreaktion, die uns kämpfen oder flüchten lässt. Also entweder man hat Angst oder man prügelt sich. Das ist nicht gesund. Ich erinnere mich gut an selbsterlebte Beobachtungssituationen. Ich weiß nicht, ob Lehrer das heute noch tun, hoffentlich nicht, aber damals liefen sie während der Klassenarbeiten zwischen den Reihen herum und schauten den Schülern über die Schulter, um mitzulesen, woran sie gerade arbeiteten. Meine automatische Reaktion bestand darin, mich vornüberzubeugen und dadurch das Heft zu verbergen. Da fällt mir ein, die Geste verbarg nicht nur das Heft, sondern auch mein Herz. Wie soll man diesen Ausdruck der Körpersprache interpretieren? Ich konnte kein einziges Wort weiterschreiben, solange der Lehrer hinter mir stand. Heute weiß ich, das war ein akuter Stresszustand, einer, in dem man nicht klar denken kann, sondern eine Schutzhaltung annimmt. Zumal der Angriff von hinten kam. Der Beobachter, der Lehrer, beeinflusste den Beobachteten, mich, indem er mich in Alarm versetzte. Sehr zielführend, besonders bei Klassenarbeiten, wenn man bedenkt, dass Alarm das Großhirn, also die rationale Denkfunktion und das Gedächtnis, abschaltet. Will man jemanden stressen, ist die Annäherung von hinten ein probates und garantiert erfolgreiches Mittel. Das wussten schon die Neandertaler, deren nervale Programmierung sie bei Annäherung von hinten, genau wie uns, in Alarm versetzte. Hinter einem könnte ja ein Bär stehen. Puh, Glück gehabt, war nur ein Lehrer. Jetzt muss ich nur noch die 8 Stunden abwarten, bis mein Stoffwechsel die ausgeschütteten Stresshormone abgebaut hat und dann kann ich meine Klassenarbeit in Ruhe vollenden. Der Beobachter beeinflusste den Beobachteten und verschlechterte dadurch dessen schulische Leistungen und machte den Schüler aggressiv oder ängstlich, je nach persönlicher Biografie und eingeübtem Reaktionsmuster. Beobachtung verändert Verhalten also noch stärker, wenn sie als bedrohlich erfahren wird. Werfen wir einen beobachtenden Blick auf diejenigen, die wütend werden und jene, die deren Zielscheibe sind. In den vorherigen Podcast-Ausgaben nannte ich sie die Netten und die Aggressoren. Dann spielt es keine Rolle, ob ein Wutanfall in der physischen oder in der virtuellen Welt ausgelebt bzw. erlebt wird. Krank werden sowieso beide Gruppen. Ein Teil des unnatürlichen Lebens, das unter konstanter, sogar gewollter Beobachtung stattfindet, spielt sich in den sozialen Medien ab.
Alle sind immer happy, aktiv, reich, erfolgreich und schön, solange andere hingucken. Der Grad der Beobachtung steigt mit der Zahl der Follower und damit der Stress, dem man sich aussetzt. Der erste Wissenschaftler, der sich des Phänomens Stress angenommen hat, es untersucht und definiert hat, heißt Hans Selye, den man heute den Vater der Stressforschung nennt. Auf ihn geht die Definition des allgemeinen Anpassungssyndroms zurück, das in den folgenden drei Stadien abläuft. In der akuten Phase des Stresses kommt es zur Alarmreaktion. Blutdruck, Puls und Blutzuckerspiegel steigen. Darauf folgt die Widerstandsreaktion, in der man versucht, die stressauslösenden Faktoren wieder zu beseitigen und die Stresshormone abzubauen. Wiederholt sich der Vorgang ohne ausreichende Erholung, tritt schließlich die Erschöpfungsphase ein. Langzeitschäden bestehen in Drosselung des Immunsystems durch Abbau von Thymus und Lymphdrüsen und Störungen auf der kognitiven, emotionalen, nervlichen und hormonellen Ebene. Das bedeutet Wahrnehmungsverzerrung und Zwangsgedanken im mentalen und Ängstlichkeit bzw. Aggressivität im emotionalen Bereich. Nerval und hormonal lässt sich die Alarmreaktion mit zunehmender Häufigkeit immer schneller und zuverlässiger triggern und immer langsamer wieder beruhigen. Burnout ist nur eine der Folgen. Die körperlichen Auswirkungen einer solchen Belastung wurden ja in den beiden letzten Folgen des Podcasts schon angedeutet. Um den Kreis zum Verhältnis der Beobachter und derer, die sie beobachten, zu schließen, möchte ich Hans Selye selbst sprechen lassen. Er sagte, die meisten unserer Spannungen und Frustrationen stammen aus dem zwanghaften Bedürfnis, die Rolle von jemandem zu spielen, der wir nicht sind. Social Media, ich hör dir trapsen. Wenn Millionen Leute genau das im extremen, suchtartigen Ausmaß auf Instagram und Facebook und was weiß ich noch wo tun, dann bekommen wir es auf Dauer mit massenhaft ängstlichen, aggressiven, ausgebrannten und unglücklichen Leuten zu tun. Womit ich nicht sagen will, dass es Leuten, die auf die Nutzung der sozialen Medien verzichten, dadurch automatisch besser geht. Denselben Zweck erfüllt ja auch unser innerer Beobachter oder Kritiker oder Despot oder Saboteur oder wie auch immer Sie den nennen mögen. Oder gibt es unter Ihnen irgendjemanden, der sich einfach nur wohlfühlt in seiner Haut, niemals grübelt und sich, Gott bewahre, innerlich selbst beschimpft, beleidigt und verurteilt, wenn er sich nicht einem woher auch immer stammenden Ideal entsprechend verhält? Warum sonst sollte Hans Selye das Bedürfnis, jemand anderer zu sein, als Grundlage des Stresses identifizieren, wenn niemand ihn verspüren sollte? Wer also redet uns das ein, anders, besser, idealer, vollkommener sein zu müssen, als wir es wirklich sind? Einer, dem es nicht ausreicht, uns mitzuteilen, also an dieser Stelle hat das nicht so gut funktioniert, mach es doch beim nächsten Mal ein bisschen anders. Nein, er muss es ständig wiederholen, bis es einen schier verrückt werden lässt. Natürlich war dies als allgemeines Phänomen auch schon dem Veteranen der Blütentherapie bekannt. Warum sonst hätte etwa Bach wohl eine Essenz wie White Chestnut gemacht? Das ist die Blüte, die überflüssige Gedanken herunterdimmen kann. Und überflüssig ist es, eine innere Kritik wieder und wieder abzuspielen, wenn sie schon beim ersten Mal wehtat und weiter nichts bewirkte. Welchen Sinn sollte es erfüllen, sich selbst weh zu tun und noch dazu in Dauerschleife? Die andere Essenz, die der Waldkiefer Pein, kann eine wichtige Rolle dabei spielen, wenn es darum geht, fünfmal gerade sein zu lassen, den Apfel auch dann noch genießen zu können, wenn er einen braunen Flecken hat, auf dem Teppich zu bleiben, statt im Boden zu versinken, wenn keiner über meinen Witz lacht,
oder nicht auszuflippen vor Scham, wenn der Prüfer zwar meine außergewöhnlich gute Arbeit lobt, meine Handschrift aber verbesserungswürdig findet. Es gibt ja immer was zu meckern. Den dafür zuständigen Regler hilft Pein zu bedienen. Wenn's nichts bringt, einfach mal was anderes probieren. Der Angegriffene reagiert nämlich immer auf den Angriff und nicht auf die derart vorgetragene inhaltliche Kritik. Lassen wir das auch mal unseren inneren Kritiker wissen. Das geht aber nicht rein mental. Mit Hilfe einer Blütenessenz aber vielleicht schon. Die große Frage aber, die sich die wenigsten stellen, lautet: Wer sagt eigentlich, dass der innere Zensurenverteiler überhaupt recht hat? Was, wenn er einfach weitermacht, weil man sein Urteil akzeptiert und sich dran gewöhnt hat und Unterwürfigkeit in Form von Handeln voller Angst und Aggression zeigt? Was, wenn du bist halt zu blöd, du kannst das nicht, gar nicht stimmt und ich große Chancen im Leben verpasse, wenn ich darauf höre und nicht wage, zu tun, was mein Denken weit jenseits meiner Fähigkeiten und Talente verortet? Was also, wenn ich mich irre, wenn mein Beobachter in mir einen aggressiven Wolf sieht, wo doch eigentlich nur ein verspieltes Wolfsjunges herumtollt? Aber das sind doch meine Gedanken, das bin doch ich, der da spricht, sage ich mir selbst, ironischerweise in Gedanken. Doch die bewussten Gedanken sind von der Mehrheit aller verfügbaren Informationen abgekoppelt, sprich, sie bilden die Realität gar nicht komplett und vollständig ab. Sie schwimmen in der eigenen Suppe und bekommen nur das mit, was der Organismus durchlässt. Oder weiß jemand, wie hoch gerade sein Blutdruck ist und welche Muskeln für die aktuelle Körperhaltung gerade angespannt werden? Eine der Folgen der Selbstverurteilung kann sein, dass man immer danach strebt, so zu sein wie andere. Was man selber denkt, kann ja nicht richtig sein, denn ich denke, also bin ich, und weil ich minderwertig bin, denke ich Unsinn. Alle anderen sind schlauer und patenter und gewitzter als ich selbst. Deshalb nutze ich jetzt mein bisschen Restverstand und frage die anderen halt, was würdest du an meiner Stelle tun? Allerdings nehme ich jetzt diesen Rat in der Variante des Misstrauens gegenüber meinen eigenen Instinkten gar nicht an. Denn wenn ich das von den Klügeren vorgeschlagene Verhalten übernehme, dann wäre es ja meins, also schlechter als jedes anderen Menschen. Weshalb ich ohne zu zögern den nächsten frage, dessen Rat ich dann genauso wenig beherzige. Diese Tretmühle von um Rat bitten, ihn annehmen und zugleich wieder verwerfen, weil er durch das Annehmen zu meiner eigenen und damit minderwertigen Idee geworden ist, kann man anhalten. Auch dafür gibt es eine Bachblüte und die heißt Serrato. Letztendlich werden wir den inneren Beobachter aber niemals los. Er ist in unser System integriert, kann im guten Fall der Selbstreflexion dienen, derer gerade die Narzissten so sehr bedürfen, die wir immer häufiger antreffen, Überraschung, gern auch mal in den sozialen Medien, denen gerade diese Fähigkeit vollkommen fehlt. Denn nein, glücklich macht der Verzicht auf jegliche Selbstreflexion auch nicht. Oder hat irgendjemand einen weltbekannten Narzissten in seiner Rolle als mächtigster Mann der Welt jemals glücklich gesehen? Also ich meine richtig glücklich, nicht schadenfroh und hämisch. Da gab es so einen dickbäuchigen Kerl, der schon vor über 2000 Jahren ein Rezept für die Lösung dieses Dilemmas entdeckte. Eine meiner Lieblingsweisheiten des dicken Mannes lautet sinngemäß: Schmerz ist unvermeidlich, Leiden optional. Unterbrechen wir einfach unsere Gedankentätigkeit, die uns gleichzeitig beobachten und missbilligen lässt. Man nennt das Meditation. Sich erstmal seiner Gedanken selbst bewusst werden, sie als solche erkennen und sich nicht damit identifizieren. Und sie dann loslassen.
Wer einen spirituellen Weg gehen möchte, also akzeptieren, was ist, ohne es schön zu reden oder zu verurteilen, der gar eins werden möchte mit dem Beobachteten, dem seien die Essenzen der Lotusblume und der Magnolie empfohlen, je nachdem, ob man mehr den asiatischen oder den europäischen Weg gehen möchte. Das Ziel der Meditation ist es, Beobachter und Beobachteten eins werden zu lassen. Ich kann meine Gedanken wie meinen Herzschlag und meine Atmung beobachten. Lassen wir die Gedanken einfach tun, wozu sie geschaffen sind, am besten ohne einzugreifen. Denn in dem Moment packen sie uns und absorbieren unsere Aufmerksamkeit. Reagieren wir nicht, hören sie auf, sich in den Vordergrund zu drängen. Eine solche Technik wird auch verwandt, wenn man die Eigenschaften bisher unerforschter Blüten kennenlernen will. Man wird selbst zur Blüte, mit der man meditiert. Man verschmilzt gleichsam mit ihr. Dann kann man spüren, was diese vermag. Wenn man nicht nur den Wolf in sich selbst beobachten möchte, sondern selber einer sein will, um sich selbst wirklich zu begreifen, dann ist man mit diesen beiden Blüten gut beraten. Der Wolf ist sich selbst gegenüber nicht herablassend und aggressiv. Warum sollten wir das dann sein? Für die ganz Experimentellen und Wagemutigen gibt es sogar eine Wolfsessenz. Diese wird auf eine schamanische Weise hergestellt, die der Methode Edward Bachs nicht völlig fremd ist, aber halt doch ein bisschen anders. Nicht jedermanns Sache, ich geb's zu, aber ich hab's halt trotzdem gemacht, aus jahrzehntelanger Verbundenheit mit meinem Krafttier. Zum guten Schluss möchte ich Ihnen noch ein Phänomen vorstellen, das man Double Bind nennt, auf Deutsch Doppelbindung. Oft wirkt eine solche negativ wie eine Zwickmühle. Egal welchen Zug man macht, man verliert einen Stein auf dem Brett des Mühlespiels. In der letzten Folge der Krimiserie Wilsberg bekommt die Hauptfigur Ecki die Aufgabe, das Image des Finanzamts zu verbessern, ohne dessen Strukturen und Mechanismen anzutasten. Wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass. Man kann es gar nicht richtig machen. Double Bind. Solche Double Binds werden unbewusst und unbemerkt im Alltag immer wieder benutzt und oft in diesem negativen Sinne. Das ist aber so, als würden wir den Hammer nur dazu benutzen, einander den Schädel einzuschlagen. Dabei kann man damit auch ganz sinnvolle Sachen erledigen. Um Ihnen das positive Phänomen des Double Binds vorzustellen, habe ich eine kleine Hausaufgabe für Sie. Nehmen Sie sich bitte im April eine ganze Stunde Zeit, in der Sie nur genießen. Was ist mir einerlei, ob Sie in der Wanne liegen oder am Strand spazieren, ein Konzert besuchen oder das Lieblingsessen Ihrer Oma nachkochen, Ihnen wird schon irgendetwas Gutes einfallen. Aber tun Sie nichts anderes. Konzentrieren Sie sich ganz auf diese eine Stunde, die Sie nur für sich selbst haben und nutzen, ohne etwas anderes damit erreichen zu wollen, als diese Zeit zu erleben. Selbstverständlich steht es Ihnen frei, diese Hausaufgabe abzulehnen. Warum sollten Sie etwas tun, was irgendein Typ, den Sie gar nicht kennen, im Internet von Ihnen verlangt? Herzlichen Glückwunsch, Sie haben soeben bewiesen, eine starke Persönlichkeit mit kritischem Verstand zu sein, die sich nicht so leicht etwas vormachen oder gar vorschreiben lässt. Oder Sie tun es und haben eine super genussvolle Erfahrung. In beiden Fällen haben Sie gewonnen. Die Tag- und Nachtgleiche haben wir jetzt hinter uns, Zeit, die Sonne mal wieder in unsere Herzen zu lassen. Ich wünsche Ihnen einen herrlichen Frühling und machen Sie sich nicht so viele Gedanken. Wir kriegen das schon hin. Herzliche Grüße, Ihr Dirk Albrot.